erkläre nochmal ganz kurz. Quizduell ist ein Format, bei dem wir Quizze gegeneinander spielen. Und wer am schlauesten ist, der gewinnt. Das war's. Ja? Geil. Ganz schön hart. Spielen so Jetpunk-Quizzes gegeneinander, alle drei. Die gehen immer so 5 Minuten ungefähr. Verschiedenste Dinge. Und wer nach den 5 Minuten am meisten richtiger hat, kriegt halt einen Punkt. Das erste Quiz ist deutsche ICE-Bahnhöfe. Ach du Scheiße. Carla zieht sich auch mal eine dicke Lunte raus, bevor sie die Quizze rauszieht, glaube ich. Wenn's deutsche Privatjet-Flughäfen wäre, dann wäre ja easy. Aber ICE-Bahnhöfe sind wir die falsche Berufsfeld für. Philipp einfach weg, Brück sagt nichts mehr. Hä? Wo ist er? Philipp ist einfach abgehauen. Philipp, geht los jetzt. Ja, okay, Chat, Problem ist, ich fahre echt nicht so viel Bahn, weil ich einfach selten die Stadt verlasse. Wir haben 12 Minuten, ne? Berlin. Was für Berlin? Warum? Ich muss HBF dahinter schreiben. Bremen HBF. Bremer Hafen HBF. Braunschweig, Wolfsburg, Berlin. Hauptbahn. Berlin Spandau. Berlin Ostbahn. Frankfurt Hauptbahnhof. Haben wir noch. Kiel. Boah, was weiß ich, Alter. Göttingen. Boah, ist gar nicht so einfach. Was haben wir denn noch? Aachen. München. Hauptbahnhof. Da kann ich jetzt keinen Hauptbahnhof machen, oder was? Nürnberg. Cottbus. Hauptbahnhof. Cottbus hat keine Hauptbahnhof-Verbindung. Wie heißt denn nochmal? Es gibt so eine Stadt mit G, wo viele Studenten sind. Egal. Fulda. Hamburg, Altona, Berlin-Südkreuz, Berlin-Spandau, Berlin-Ostkreuz. Nee, da ist kein ICE, ne? Saarbrücken. Saarbrücken hat keinen Hauptbahnhof? Cottbus? Junge, warum hält da kein ICE in Cottbus? München, HBF, Erding, HBF. Erding zählt nicht, super. Es gibt halt in Städten, Berlin kenne ich jetzt ein paar so, aber auch nicht so viel. Berlin Ostbahnhof tatsächlich. Ich fahre ab und zu durch so eine Ostseestadt. Da ist irgendwo im Osten bin ich da unterwegs. Aber ich habe vergessen wo. Ist eigentlich auch immer ein ganz schöner Hauptbahnhof. Habe ich schon vorher erzählt auch. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen hat keinen ICE-Bahnhof. Was ist das denn? Leverkusen hält auch kein ICE? Was zum Fick? Kennen die alles, was nicht HBF ist, kenne ich halt nicht. Bin ich raus. Was haben wir denn noch? Nürnberg. Braunschweig. ICE-Bahnhöfe, Alter. Was zum Fick? Wie soll ich denn nicht noch 58 rausdingsen? Keine Ahnung, was gibt's denn noch für Bahnhöfe? Die Musik macht mich ultra aggressiv. Ich muss die ändern. Dann Köln, Messe, Deutz, Leipzig. Gibt's da dann auch Leipzig-Messe oder so? Nee, ne? München-Messe. Also ich war, wie ihr vielleicht aussehen könnt, ich habe im Norden, im Süden der Republik und im Osten der Republik nicht ganz so viel Zeit verbracht. Ich habe jetzt so die bekannten Dinge, habe ich. Mir fällt nichts, also ich habe nichts mehr, denke ich. Dresden, Messe. Dresden, Ostbahnhof. Dresden, West. Ich kenne den zweiten nicht. Das werde ich halt verlieren. So, ich weiß, dass Philipp... Bröki, glaube ich, holt es nicht, aber ich weiß, dass Philipp das gegen mich auf jeden Fall holen wird, so. Was haben wir noch für Fußballvereine, die wir durchgehen können? Leipzig, Leverkusen, Bayern, Augsburg. Geil, so machen wir's. Erlangen. Oh, tatsächlich, lol. Einfach reingeraten. Warum fährt denn die ICE durch Erlangen? Wer wohnt da? Ich fahr halt nicht viel, also ich fahr halt immer dieselben Strecken mit Bahn. Ich fahr halt Hamburg, Hauptbahnhof Altona, so. Hamburg gibt's halt noch einen, ich merk mir die halt nicht. Ich weiß, dass hier Hamburg auf jeden Fall noch einen gibt, der vor Hauptbahnhof ist und so, aber ich achte da immer gar nicht drauf. Berlin haben wir Hauptbahnhof, da gibt es ja noch ein paar. Münster. Neumünster. Jawohl, geil! Chemnitz. Ach Mann, da will wieder keiner hin. Komm, 2, 3 brauche ich noch. Wenigstens die Hälfte. Ich hoffe einfach überall, dass man einfach irgendwo Messe hinschreiben kann. Das passt dann schon irgendwie. Wenn das wenigstens 5 Minuten gewesen wären, wisst ihr? Wenn es 5 Minuten gewesen wären, hätte man einfach ein bisschen was runtertippen können, wäre schon okay gewesen. Aber jetzt sitzt man da und es ist halt einfach nur dumm. Junge, da fehlt so viel, ne? So viel.
Lutherstadt, irgendwas mit Lutherstadt. Ich erinnere mich immer mit Lutherstadt. Aber Lutherstadt ist nicht richtig, sondern es ist eine Lutherstadt und dann kommt die Stadt aber dahinter. Und so heißt, glaube ich, auch der Bahnhof. Lutherstadt und dann so ein Ossidorf. So ein Ossikaff. Cottbus. Was weiß ich, Mann. Ja, scheiß drauf. Ah, Junge. Frankfurt, Main, Süd, aber da muss man auch alles so komisch eintippen. Bamberg, Aschaffenburg, ja, okay. Eisenach, Erfurt, Düsseldorf, Flughafen, Fernbahnhof. Köln! Ja, ich habe Köln nicht eingegeben? Oh, ich habe nur Köln-Messe gemacht, ne? Und dann gar nicht mehr daran gedacht, dass ich Köln-HBF noch gar nicht hatte. Ah, Mann, mehr habe ich nicht. Mannheim, Karlsruhe. Ja, okay, sind alles Sachen, da kann man drauf kommen. Aber ich glaube, die wichtigen habe ich drin, oder? Frankfurt Süd hätte ich noch drauf kommen können. Ist okay, ich bin eigentlich zufrieden. So Karlsruhe hätte man noch drauf kommen können. Wiesbaden, Mannheim, ja. Aber man kann doch nicht auf alle kommen. Lüneburg, Lutschert-Wittenberg. Ja, natürlich. Mannheim. Und die ganzen Ossi-Dinger hier. Das ist ja locker Zoo, Zelle. Alles Ossi-Dinger. Server Group ist okay, also ich fand das gar nicht einfach, muss ich sagen. Ich fand es mega schwer, weil ich nie darauf achte. Also, ich meine, bei den meisten landet man eh nie. Wenn man immer nur nach Hamburg und Köln fährt, so. Aber ich achte auch gar nicht mal drauf, wie die Dinger heißen, so. Ich bin auch die ganzen Bahnverbindungen durchgegangen. Ja. Also Berlin hat ja alleine schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich hab Berlin-Gesundbrunnen ist mir nicht mehr eingefallen. Ich hab Berlin-Südkreuz und Gesundbrunnen nicht. Also, ich sag's ehrlich, ich hab die man wissen muss, glaube ich, die meisten habe ich. Ich nicht. Aber das sind halt ja, ich auch nicht. Also. Ich bin bei 45. Ja, dann war ich gar nicht so ultra bad, aber ich bin bei 34. 36. Ich bin bei 31 reingeschossen. Oha, krass, okay, nice. Ich habe Köln Messe gemacht und dann gar nicht mehr daran gedacht, dass Köln Hauptbahnhof zum Beispiel auch noch fehlt. Ich habe alle große Städte immer Köln immer Haupt, Süd, ja. West, Ost und so. Ich war am Anfang sehr verwirrt davon, dass der manchmal Hauptbahnhof direkt wollte und manchmal hat er es einfach selber reingeschossen. Ey, aber lass uns mal darüber reden, was sind denn hinter dieser Brücken da für arme Schweine, dass da keine ICE fährt? Ich hab's ja auch gefragt. Das ist ja eine absolute Frechheit, das ist doch Landeshauptstadt, oder nicht? Ja. Dafür gibt's kein ICE? Ich habe ein nächstes Quiz für euch. Philipp hat den ersten Punkt. Ach, stimmt, ihr müsst mir das jetzt. Es ist wieder deutsche Streamer mit KI. Oh, das ist geil. Okay, let's go. Und ich glaube, diesmal sind es nicht Namen, so nach dem, was ich direkt sehe, sondern die sind halt beschrieben worden. Also, ich spiele einfach Quiz von einer Person, da kann man jetzt nicht zu sehr nach dem Namen gehen, denke ich. Okay, dann let's see. Rein. RVNX Mango. Oh, wer ist das denn? Ist das Genyan? Das? Was soll das sein? Irgendwas mit Verbot? Oh, keine Ahnung, was. Tanzverbot? Oh mein Gott. Ja, man muss es nur laut aussprechen. What is this? Das könnte halt Genyan sein. Aber wie die geschrieben wird, weiß ich auch nicht. Oder Milchbaum vielleicht. Nee. Achso, ich bin auch nicht drauf. Geni und dann Jan, ne? Ja, genau. Ja, das will man hinkriegen, glaube ich. Mango. Gut. RVNX Mango. Das ist Gen. Irgendwas mit Dancing. Muss ich genau einen Channel-Namen wissen oder was? Was muss ich wissen? Ja, genau, Channel-Namen anscheinend. Mikrofon muted. KuchenTV? Och, krass, Junge. Ist das Unge? Ah, das ist Pizmeat, ne? Grüner Controller, ja. Ah, okay, die sind. Das ist interessant. Das ist Pizmeat. Das ist Parsival. Was ist zum Fick? Das ist vielleicht Reefed? Reefed TV? Ja. Was ist das denn? Huhn? Ein Hahn? Ja gut, okay, hätte ich mir denken können. Birnen, Früchte, Amerikaner. Ich weiß nicht, wie halt beschrieben so, wisst ihr? Da ist auf jeden Fall Sonnenuntergang, ne? Also vielleicht mal Luna? Nee. Das hier ist Timid. Katze, Baso. Oh, feine Katze. Dachte schon. Spannend, das ist Trimax. Sehr nach, sieht voll so nach Clash Royale aus, ne? Gronkh? Junge, nicht schon wieder. Freiraumreh hier unten. Das hier ist Hahn. Das ist relativ easy. Trimax oder was? Das soll Trimax sein? Aber Spanien wegen dem Spanien-Meme, ne? Was ist das? Trauben? Ich das? Das bin ich? Oh, ob die darauf kommen, die anderen? Das ist Superstar-Weltraumpräsident Traubi McTraubsen, Leute. Das kann einfach literally Baso sein, aber es kann auch jede andere Katzenliebhaberin sein. Spanischer und dann von irgendeinem Handygame-Typ. Trimax oder so, ne? Tatsächlich. Lara Lobs hat rote Haare, also. Gib einfach mal überall Reefed ein. In der Hoffnung, dass eins davon Reefed ist. Oh! Ah ja, wegen Madeira! Ja, okay.
Man muss einfach nur laut sagen. So, und man muss auch genau darauf achten, was man. So Großstadt, Großstadt, Stadt, City, Stadt, Innenstadt. Was ist mit Torte? Erdbeertorte. Cake. Crunchy Cupcake. Hört man Crunchy nicht so? Wer soll das denn sein? Der guckt richtig böse, Mann. Cake, Cake, Cake. Kuchen. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott. Ja gut, das ist okay, dass mir der nicht einfällt. Ich denke vielleicht zu bubbelig, ne? Vielleicht denke ich zu bubbelig. Kann literally jede einzelne Person sein. Hier bin ich. Wer soll es sonst sein? Das ist für mich Kutschaloi. Für mich ist Kutschaloi. Ich bin einfach sauer, weil nicht so ist. Was ist das hier? Ein Ring, ein Anzug, behaart, mit Bart. Nee. Und Äpfel und ein Ring. Boah, das ist brutal. Weiß nicht, was das sein soll. Er sieht aus wie ein Zocker. Es muss einer von den League-Spielern sein, glaube ich. Agurin. Heißt Agurin? Agurin TV? No way for you, Sir. Kani. Tolkien. Das soll Tolkien sein? Okay, alle. Nice. Ich finde die Quizzes geil. Meint ihr, die kommen auf das hier? Wäre richtig peinlich, wenn ich mich selber nicht erraten hätte. Sehr, sehr geil, das Quiz. Hat Spaß gemacht. War ich Amerika. Ich denke mal, wurde wahrscheinlich Traubi McTraubsen, deswegen die Trauben. Und das hier so Weltraumpräsident, Superstar McHammergeil oder so. Tanzverbot. Oh, darauf könnte man kommen. Pizmeet. Ja, okay. Fritz Meinecke kann man auch drauf kommen. KuchenTV, logisch. Reefed. Sehr schwierig. Just Giggles. Es ist sogar Chiara. Aber ich wollte Just Giggles haben. Und das ist Kutschaloi. Warum? Hä? Allerletzte, den ich da angegeben hätte, wäre Kutschaloi gewesen. Ich habe mich selber erraten. Wie? Ich habe die Trauben gesehen und da war für mich natürlich schon erstmal Traubenkrapfen. Ich dachte, das ist ein Äpfel. So, und dann habe ich halt gedacht, so, warum ist der ein Amerikaner? Und dann wegen Weltraumpräsident Superstar McHammergeil. Junge. Ich habe alle. Du hast alle? Ich habe alle. Ja, ich habe Chiara nicht, weil ich Giggles geschrieben habe, nicht Just Giggles. Habe ich direkt Just Giggles. Ich hab's. Sieben. Und ich hab Kutschaloi nicht. Trimax habe ich erst gar nicht verstanden, 18. Aber dann habe ich wegen dem Spanien-Meme verstanden. Ja. Ja, das sieht doch voll nach Clash Royale aus. Ich fand ich hab halt eins der einfachsten. Ja. Tanzverbot fand ich geil. Ja. Skyrim Reh ist auch cool, aber habe ich auch nicht erraten. Brücke, das ist ein fucking Reh. In einem freien Raum. Wie viel habt ihr? Ja, 7. Ich hab 18. 7? Ja. Du musst mal Twitch gucken, Brücki. Offensichtlich. Oh nein, oh nein. What is coming? Deutsche Flüsse auf einer Karte. Oh, mein Kryptonit. Nein, da werde ich mich blamieren. Ich habe gar keinen, ich sag immer, Flüsse, Ozeane und sowas, Seen bin ich raus, komplett. Das Ding ist, wenn man nicht draufklicken muss, ist natürlich whatever. Havel, Spree, Oder, Main, Weser, Donau, Inn, Saale, Elbe, Donau, Weser, Saale, Elbe, Rhein natürlich, Fulda. Chat, ich sag schon mal vorher, es wird peinlich. Aber man muss nur, man muss einfach nur raten. Elbe, Havel, Spree. Haha, let's go. Was fließt denn hier so lang? Müsste ich eigentlich auch wissen, oder? Aber was wir machen können ist, Städte sind oft nach dem Fluss benannt, der durch sie fließt. Ruhr zum Beispiel, die Ruhr natürlich. Ja, seht das schon, da, zum Glück muss ich nicht draufklicken. Ems, ich muss zum Glück nicht draufklicken, das macht es ein bisschen leichter. Da haben wir den Weser, Saale, Spree, Ems, Havel, Main, Inn, die Alster. Kann ich drauf? Boah, ist das peinlich, scheiße. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr. Oh nein. Okay, was haben wir denn? Donau, Elbe, Rhein, Main, Spree, Havel. Ja, da könnte man auf jeden Fall mehr wissen. Bin ich ehrlich. Was ist das für ein kleiner Kackfluss hier? Was weiß ich? Weser. Oder. Ja. Oder haben wir auch noch. Frankfurt, Main, Frankfurt, Oder. Ruhrgebiet. Versteht ihr? Mainz. Von Main kommend. Rhein-Main-Gebiet. Na, dann müssen wir nicht 15 Minuten hier rumsitzen, ne? Macht's ein bisschen leichter. Wenn ich bei Städten einen Punkt habe, dann weiß ich halt ungefähr, okay, was muss in der Region liegen und kann es einfach machen, ne? Aber ich habe so wenig. Oh, das hier ist Saar. Und dann haben wir hier den Isarring noch. Was fließt denn durch Baden-Württemberg, Leute? Da muss man doch auch wissen, oder nicht? Da ist doch bestimmt ein Fluss, den man kennt hier noch so. So ein Ding hier. Scheiße, bin ich schlecht, was Flüsse angeht.
Ich will gar nicht den Chat sehen, wie der gerade ausrastet, ey. Ihr denkt euch bestimmt gerade alle, was habe ich hier für ein dummes Stück Scheiße abonniert? Bestimmt zappen gleich noch Leute rein, um sich denken zu können, was habe ich hier gerade für ein dummes Stück Scheiße abonniert. Oh nein, das wäre ein Albtraum. Von der Frankfurt an der Oder. Noch größer als der, ein bisschen größer als der Rhein noch und fließt auch durch Deutschland. Halle an der Saale, die Elbe, Mosel, Inn, Wupper, Fulda. Fulda ist zum Beispiel anscheinend auch ein Fluss. Isar, Leine, Lech, Lahn, Dreisam, ja, komplett gefickt. Microphone komplett activated. Gefickt. Okay, ist peinlich, ich weiß. Was fehlt mir hier? Die Aller? Okay, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Leine? Okay, naja, ist doch nicht so peinlich. Trave? Die Ruhr habe ich nicht? Scheiße. Es geht. Es ist actually gar nicht so peinlich, finde ich. Gerade kein Plan, was das hier ist, so. Werde natürlich alles wissen, sobald es mir wieder angezeigt wird, aber es hätte schlimmer sein können, bin ich ehrlich. Okay. Regen hätte ich haben müssen und Neckar hätte ich haben müssen. Rest ist mir komplett egal. Ist mir komplett egal. Microphone activated. Ja, hätte schlimmer sein können. Also ich habe gedacht, ich habe mich ultra blamiert, aber jetzt, wo ich die Flüsse sehe, die ich nicht wusste, dachte ich, ist es okay, finde ich. Regen, weil ich aus Bayern komme, hätte ich wissen müssen. Ruhr hätte man haben können und Neckar, aber den Rest habe ich eigentlich nicht. Ja, Ruhr ist auch der Fluss, wo ich sage, das hätte man wissen müssen. Da hätte man drauf kommen können, aber sonst. Mir fehlt zum Beispiel Ems, das kann man vielleicht auch noch wissen. Trave, nie gehört. Regen, nie gehört. Das glaube ich, wenn man. Ja, Regen, kommt. Regensburg, so. Ah, Inn, habe ich auch noch nicht. Lech. Also ich habe 11. Brücki? Dann geht's ja, ich habe 9. Ich habe 15. 15 ist strong, holy shit. 15 finde ich auch sehr stark. Die großen habe ich alle. Ich habe das mal vor einem halben Jahr oder so geübt. Da hat man alle Flüsse schon vorgegeben und muss sie halt nur zuordnen, so. Deswegen, also weiß ich nicht, was die großen sind, so, aber, ja, genau. Aber wenn du das nicht vor dir hast und drüber nachdenken musst, ich war sehr froh, dass man nichts anklicken musste. Ich hab zum Beispiel in Niedersachsen die beiden auch gar nicht drin, also außer Elbe. Ja. Nächste ist deutsche Fernsehsender. ARD, ZDF, RTL, Pro7, Arte, Kabel 1. Gar keine Ahnung, was öffentlich-rechtlich ist und was nicht. Bayerischer Rundfunk, Sport 1. Ist das ein Sender? Sport 1? Ja. Pro7, Sat 1, RTL 2. Dreisat, RBB, NDR, WDR, SWR. Keine Ahnung, Sat 1, Pro7, RTL, RTL 2, Super RTL, 9 Live. Gibt's nicht. Was soll das denn? MTV. Viva. Ja, was gibt's noch, Alter? ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, Pro7, Kabel 1, an Rosinen sei Dank. Und zwar gehen wir von hinten nach vorne durch. DSF, gibt's das noch? 9 Live. Ich hatte die unbekannten Eurosport. Gibt's locker noch. Comedy Central oder so? Central? Krass, ist wirklich einer. Cartoon Network? Nee. Oder so vielleicht? Gibt's das nicht auch? Was Amerikanisches, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, öffentlich-rechtlich, was haben wir denn? ARD, ZDF sind die mir halt bekannt sind in Arte. Gibt es einen Bayerischen Rundfunk? ZDF Kultur? Ist da nicht auch ein Fernsehsender? Keine Ahnung. Alter, okay, was haben wir noch? Wir haben einen Hessischen Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Südwestdeutscher Rundfunk. Sind die auch den Süddeutschen Rundfunk? SDR? Südwestdeutsch. Gibt es nicht auch einen Ostdeutschen Rundfunk? Ja, ganz schön viel Rundfunk, ne? Gibt es bestimmt auch einen Ostdeutschen Rundfunk, oder nicht? Oder ist Dreisat der Ostdeutsche Rundfunk? Keine Idee. Oh, das ist der Bayerische Rundfunk. Lol. Ich wollte den Berliner haben. Wie heißt denn der Berliner? Mit den Skandalen. Arte, was? Sat1, Pro7. Das sind alles, was ich geguckt habe, ist das, was hier steht. Also, no joke, mehr habe ich wirklich nicht. Gucke sonst gar nichts. Wann ich das letzte Mal im Fernsehen gemacht habe, es ist. Disney Channel. Alter, geht wirklich geil. Komm, ein paar müssen wir noch haben. Was haben wir denn noch? Pro7 Max haben wir, glaube ich, ne? RTL. Gibt's nicht auch noch so RTL-Krimi oder sowas? Crime, irgendwie sowas? Scheiße, was gibt's denn im Fernsehen? Wer guckt Fernsehen, Alter? NTV, N24, gibt's die noch? Dieser Berliner Verein da, wo so ein Skandal ist und so. Dieser Berliner Verein da, mit dem Skandal, mit dem, wo die sich da einen Massagestuhl in die Limousine gesetzt hat, die Alte. Wo es da so richtig Stress gab. MacPom TV. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. BR1, Berliner Fernsehschau, Schlagergarten TV. Ich guck schon so lange kein Fern mehr. So lange. Ich habe keinen Fernseher mehr, seitdem ich 2015 nach Berlin gezogen bin. Nie wieder ferngeguckt.
ZDF hat auch noch andere Sachen. ZDF Kultur. ZDF Info? Okay. ARD hat doch bestimmt auch noch irgendeinen anderen Sender, so einen neumodischen Kackscheiß. Das MDR, Mitteldeutscher, Mitteldeutsch. Zack. Der Kika, oder? Ja, Kinderkanal, sicher. RBB, nicht BBR, RBB. Sonnenklar TV oder so? Sonnenklar TV? Ah! Junge, da lief immer so ein Video von der Bergspitze aus und dann war da einfach nur das Wetter an der Seite. War das nicht irgendwie sonnenklar? Irgendwas? Frei? Warum ist hier... Ja, okay, der Fernsehturm, ich verstehe. Irgendwas mit Magenta? Nee, Telekom ist auch Quatsch. Maps, Karten, Kartenkunde, Kartenkunde, Twitch, TV, /. Ja, kriege ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war's. Scheiße. Boah, bei den Öffentlich-Rechtlichen wird es auf irgendwas geben, wo ich mir noch gleich denke, shit, wie bin ich darauf gekommen? Einen will ich noch. Der wird's ausmachen, Leute. Ich sag euch, Lesko oder Brücke am 30. Oh, hier, NTV. Oh, schon vorbei. Okay. Ja, Hessischer, Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Berlin-Brandenburg. Hey, keine Ahnung. ARD Alpha, ZDF Neo und ZDF Info. ZDF Neo hätte ich haben können. Okay, das wäre nicht schwer gewesen, glaube ich. Der Hessische, natürlich ist Hessische Rundfunk. Bei ARD denke ich null an Alpha. ZDF Neo hätte ich noch wissen können. ZDF Info vielleicht auch noch. Was haben wir hier? Bild TV. Ist ein Fernsehsender? Das war Super-GAU. Hey, Super-Super-GAU oder? Ja, ich bin nach Berlin gezogen 2015. Seitdem habe ich nicht mal Fernsehen geguckt. So. Ich stopp das mit 2012, habe ich keinen Receiver mehr. Ja, ich glaube, geht uns allen so. 1 Gold, Alter, scheiße. Ich habe sogar so Fox und so, konnte ich mich nie mehr daran erinnern. Oh, MDR habe ich vergessen. ARD Alpha. Da laufen da jetzt nur Andrew Tate-Dokus oder was? Ich habe den Bayerischen Rundfunk, ich habe nichts von allen anderen, so, weil ich nicht drauf gekommen bin, wie die heißen. Ich habe dann so MacPom TV probiert und so. Phoenix, was ist denn One? One habe ich noch nie gehört. Ja, auch nicht. Ja, ich fange diesmal an. Ich habe 14. Ich habe komplett reingeschissen. Okay. Dann bin ich vielleicht doch ganz gut. Ich habe mehr. Ich habe auch mehr. Ich habe sogar doppelt so viel. Mehr als doppelt. Oh. Ich habe 30. Dann bin ich schon wieder traurig. Ich habe 24 nur. Das nächste Quiz ist einfach Streamer Münder erraten. Ich gucke gerade drauf, ist ja komplett wild. Oh, war ja. Okay. Ja, wir gehen einfach rein. Es Ach du Scheiße. Okay, das werde ich nicht hinkriegen. Ja, einen sehe ich direkt. Ja, gute Arbeit, Carla. Das ist ein cooles Quiz. Das gefällt mir. Sieht ein bisschen creepy aus so, aber da gehen wir rein. Okay. Ja, ich sehe hier direkt Romatra. So. Matra. Und das war's dann auch. Also ich glaube, das Bröki hier wird auch noch leicht. Bröki ist auch noch leicht. Und jetzt wird's heavy so. Nevermind, das bin ich. Ja, das kenne ich auch noch. Muss erst mal gucken, wen man direkt erkennt. Das hier ist, glaube ich, Sola. Ne, schade. Oh mein Gott, ich hasse euch. Oh mein Gott, das ist ein scheiß Kinderfoto von mir, Alter. Okay, wer darauf kommt, das ist geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir hier noch? Das könnte ich zum Beispiel sein, aber auch muss nicht unbedingt, ne? Also, ich habe nicht immer einen gepflegten Bart, bin ich ehrlich. So, das hier könnte Maxim sein, oder nicht? Ist das Maxim Engel? Nee. Maxim hat aber auch, Maxim ist hier locker drin. Papa Platte. Schau. Hätte er sein können. Ja, ich glaube, das war's. Kein Plan. Es ist. Lumentier, komm. Ah, okay. Red Panda. Leon? Ist das nicht SpongeBob Red Panda? Das sieht so nach Leon aus. Fuck. Ich habe keine Ahnung. Ist das Eis ohne Waffel hier? Ich habe auch keine Ahnung, welche Bubble man gucken muss. Das sieht auch ein bisschen aus wie Leon, oder? Boah, was ist das denn? Was soll das sein? Ich gehe jetzt einfach bei allen Frauen Franzi durch, Leute, damit ich mich nicht blamiere und ich dann nicht sagen kann. Franzi war dabei und ich hab's nicht erraten. Ich glaube, das hier könnte Franzi sein, actually. Aber auch nicht wirklich. Oh! Okay. Das ist noch hier. Ich weiß nicht, warum ich das weiß. Das hier, es gibt ein Bild. Ich weiß nicht, ob englische Streamer dabei sind, aber nee, sind nicht. Kein Plan. Das hier kann auch, ich kann einfach alle Frauen durchgehen oder nicht. Was ist das hier zum Beispiel? Wessen Bund könnte das sein? Das ist Lumi. Lumi hat so ein verschmitztes Lächeln. SpongeBob. Red Panda. Leon. SpongeBob. Leon. Dass das nicht Leon ist, verwirrt mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Ist ja voll danach aus, oder nicht?
ist Katastrophe. Katastrophe. Oh, das hier könnte man vielleicht wissen mit dem Dings hier. Ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Ist das Vlesk? Das ist Vlesk. Hier, das hier, oder? Ja. Das kenne ich doch sofort. Warte mal, das ist Bröki. Okay, so müssen wir rangehen. Das ist doch ein Emote, oder nicht? Irgendwie habe ich das so als Emote im Kopf. Ist das Rumatra hier? Das ist Wieland, oder? Jawohl, die. Das Dreckslächeln erkenne ich doch auf 1000 Meter Entfernung. Das sieht für mich so nach so einem Liko-Linke-Bart irgendwie aus. Also irgendwo wird hier Mazzard sein. Ich glaube, Milchbaum könnte hier auch noch irgendwo sein. Weiß ich nicht. Maluna hat ein schönes Lächeln. So viel weiß ich. Aber was hier Maluna ist und was nicht, keine Ahnung. Warum nicht? Warum mich? Ist hier Maluna? Mann, fuck it. Wer sind das? Was soll man hiermit machen? Das hätte ich jetzt gesagt, ist Mango. Aber ist Mango halt nicht? Es gibt halt auch 1000 Bubbles. So. Es gibt 1 Million Bubbles. Das könnte Freddy sein, oder? Und das hier ist dann Lesk. Sag ich ja. Easy. Ah! Es ist... Und hier, ich weiß es halt nicht. Ist das Milchbaum? Es tut mir leid, okay? Orange, Morange. Ey, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wer soll das hier sein? Auch kein Plan. Das ist auch nicht Leon. Das hier ist doch Leon, oder nicht? Ist das hier Reefed? Ach. Immerhin. Ein alter Mann mit Bart. Und das ist so ein ungepflegter Bart. Das könnte meiner sein, das könnte Maxims sein, das könnte von jedem sein. Das könnte literally von jedem sein. So leicht ungepflegter Bart. Und dann die Frauen bin ich auch komplett raus. Wenn Tuni jetzt hierbei ist, habe ich ein Riesenproblem, by the way. Dann müssen wir sofort ausmachen. Oh Gott bless. Oh Gott bless. Ach Gott bless. Boah, bin ich lucky, ey. Wenn Tuni dabei gewesen wäre, hätte ich sofort ausmachen können. Das hier sieht voll. Ach, ist ohne Waffel. Hahn vielleicht? Timid. Phoebe, Knossi, Maxify, Amurant, Shox, wie soll man auf die Scheiße kommen? Scizor, Elotrix, Freiraumre, Timmel, Tim Horus, Ludwig, Julian Bam, Tamina, Reefed, No Way. Nee. Ultra hart, holy shit. Ja, aufgeben. Was ist Shox? Das ist Tim! Julian Bam, Ludwig, okay. Tamina! Das ist ja, nicht Kutscherlol. Das ist das weirdeste Ding ever. Das ist nicht Kutscherlol. Das ist ultra hart. Wo bist du das, Philipp? Das ist so ein scheiß kleines Kinderfoto von mir, wo ich so 10 bin, wo mir auch meine scheiß Seitenzähne einfach Junge. Fehlen. Ich hab gedacht, ich guck nicht richtig, als ich die Fresse da sehe gerade. Hast du es erkannt? Ja, ja. Bro! Also ich bin froh, dass ich Franzi noch erkannt habe. Ja, Lumi gewesen, fand ich so mit am einfachsten. Also Wieland, ich habe direkt Wieland gesehen, dachte mir so, ah, das wird easy. Wieland als Fresse habe ich auch. Ich habe uns drei quasi erkannt und Wieland plus Franzi. Mehr habe ich nicht. 5 Stück. Okay, da war ich ein bisschen besser. Ich habe 7. 7? Strong, ja. Alter. Wen hast du noch? Also ich habe uns drei. Nee, dich hab ich nicht, Kutscher. Ich habe Lumi erkannt. Unmöglich. Lumi war irgendwie easy, ne? Ja, so. Franzi hat halt so ein Doppelpunkt 3 Grinsen. Ja. Dann habe ich Kim. Rumatra, Knossi habe ich warum auch immer erkannt. Knossi wäre ich nie drauf gekommen. Und Freddy. Ich hätte Amurant gedacht, dass du die noch erkennst. Freddy, unmöglich. Freddy kannst du wirklich nicht erkennen, was zum Fick? Ich dachte auch, Milchbaum wäre safe dabei oder Ich dachte, Milchbaum ist dein Bild. Junge! Carla, hast du das volle Bild davon noch irgendwo? Ich habe schon gezeigt bei mir im Stream. Das war's, ich habe nur 6. Aber es war ein Lucky Hit. Shox zum Beispiel, so. Rechnet man halt nicht damit, dass sie vorbei ist. Und ich war übel verwirrt, weil ich dachte, dass Tim Morus muss Leon sein. Für mich war das so, der Bart sieht so ähnlich aus und die Lippen so, es ist Leon, 100 pro. Okay, nächstes Quiz ist Länder nach ersten und letzten beiden Buchstaben. Boah. Klingt machbar, oder nicht? Oh, und man muss es anklicken auf der Karte anscheinend. Ach du Scheiße. Mann. Ja, wird doch bei uns Geografie-Assen. Ja, easy. Lassen Sie in 90 Sekunden jedes Land von der Karte verschwinden, indem Sie sowohl die ersten zwei Buchstaben als auch die letzten zwei Buchstaben eingeben. 90 Sekunden haben wir nur. Okay, wir müssen, okay. Wenn man Deutschland ist, quasi D und D eingeben. Einfach nur DE wahrscheinlich, oder? Und die letzten beiden. Ach, die ersten. DEND. Ja, wir gucken es einfach mal an. Ja, dann rein, mein Kopf. Okay, jetzt. Also ich muss die ersten und die letzten beiden Buchstaben eingeben. Also DEND. Oh, das reicht schon. DE. Uge. Da. Kanada, SA. Hä? Was? Ich reiz überhaupt nicht. Hä? Ist das sau dumm?
Man muss sich den ersten und die letzten beiden eingeben. Ich check's nicht. Okay, wildes Ding. Ah, jetzt verstehe ich's. FISCDE, Dänemark haben wir schon. NI, IA, RU, MO, IA, EA, KO, SO. Hä? Da. Rö. Ah! Okay, scheiße, was? Hä? Ich reihe das Spiel nicht. Ach so! OMG! Jetzt habe ich's. Scheiße. Ja, ich habe zu spät gereilt. SO. Junge! BR? Schade. Okay, also. Junge, das hat mein Hirn ja komplett weggefegt. Ich bin zu spät gereilt. Ich dachte, es war ein geiles Quiz, aber sauschwer reinzukommen. Also, ich dachte, man muss, wenn man Deutschland eingibt, DND eingeben. Aber du musst D, dann geht es eine Hälfte weg und dann musst du ein ND eingeben und dann geht's ganz weg. Ich hab's auch sehr spät erst richtig gerafft. Ja, ich hab nur 175. Ja, ich hab nur 135. Ich hab 168. Punkt! Wir brücken, Mann! Aber das war ein geiles Quiz, wenn es schon mal gewusst hätte. Ja, wenn wir jetzt wissen, wie die Mechanik ist dahinter, dann ist es geil. Nächstes ist ein 90er Spielzeug. Oh. Okay. Heimspiel. Vorteile. 90er Spielzeug. Oh, Carla, die Klingel hat wieder einen Quiz gemacht. Gute Idee, Carla. Wir gehen rein. Und wir uns draufklicken. Hot Wheels. Snake. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das heißt. Krokodok. Teletubbies. Bobbit. Krokodok. Teletubbies. Boah, das Ding kenne ich, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Baby Born. Gameboy. Tamagotchi. Monchichi? Springteufel heißen die, oder? Mein Sohn. Mann! Barbies. Babys. Baby. Steht da drauf. Baby. Da steht literally Baby auf der Verpackung. Das waren hier so Gnomes. Imp. Furby, Glibberhand, Glibber. Ja, keine Ahnung, als ob die einen Namen gehabt haben. Tamagotchi, das hier ist ein Glücksbärchi. Diddleblätter. Das sind alles Dinge, die ist ja, was weiß ich, Prinzessinnen-Schloss. Das hier könnte Matchbox sein, hießen die, glaube ich. Matchbox. Heißen die nicht Matchbox? Kackradio? Irgendwelche komischen Pferde? Fuck, wie heißen die? Boah, wie hieß der gottverdammte Wichser nochmal? Oh, diese scheiß Hände. Barbie. Boah, wie hieß der? Ich wollte immer so einen haben, Alter. Kassettenrekorder? Es ist einfach wirklich Kassettenrekorder, ist die Antwort. Fuck, wie hießen die Babypuppen gleich nochmal? Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, wie die Dinger hießen. Das hier auch keine Ahnung. Ist das Playmobil einfach? Playmobil? Nee. Ich will ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein. Das wäre so sonnenklar. Ein Glücksbärchen sein, genau wie du. Sag mir, dass du kein Glücksbärchen bist. Natürlich bist du ein Glücksbärchen. Das ist ein Tamagotchi. Wie schreibt man das wohl, ist die Frage. Ich würde sagen Tamagotchi. Finde ich okay. Mann. Das Teil weiß ich auch nicht mehr, wie das heißt. Keiner, was das zum Ficken der Fick sein soll. Oder zum Begehr, ey. Ist nicht irgendwie Trolli oder sowas? Trolle? Trollis? Diddlemaus vielleicht einfach. Ach, Diddle reicht schon, okay. Wie ist die... Glücksbärchis hier? Jawohl, wir kommen noch, Leute. Das war auch ein ganz weirdes Spielzeug. Nur Psychopathen haben damit gespielt. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ihr seht drei Sachen vor, sag. Schleimhand. Genauso super. Fuck. Boah, scheiße. Das ist ja so das Bekannteste eigentlich von allen, ne? Wie kann ich mich da nicht dran erinnern? Okay, also das Teil habe ich noch nie gesehen. Das Teil kennt man. Ich habe auch keine Ahnung, wie das Teil heißt. Das Ding kenne ich. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil heißt. Das Vieh heißt doch irgendwie Trolle oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das sieht mir einfach aus wie so ein Kassettenrekorder. Das habe ich jetzt nur mit Hilfe gewusst und das weiß ich nicht mehr. Zaubertroll, ja cool. Zaubertroll und Zauberwurm, yo, die waren ja richtig. Polly Pocket, das kennt man noch vom Namen her. Bobbit, wäre ich nie drauf gekommen. Treppenläufer, wäre ich nicht drauf gekommen. Klatschhände. Babyborn, nie drauf gekommen, nie. Treppenläufer, Monchichi, Klebehände. Ja, gut. Also Klebehände ist halt auch einfach, wie soll man da denn auf den Namen kommen? Die hießen ja nicht offiziell Klebehand. Ihr seid Glücksbären, ihr wisst es noch nicht. Natürlich seid ihr Glücksbären. Ihr seid original, die original Glücksbären. Und ihr seid Glücksbärchis. Doch, seid ihr. Glücksbärchis. Glücksbärchis. Babyborn. Oh.
Boppet, Zauberwurm, Treppenläufer, Polly Pocket, Hot Wheels, Matchbox habe ich gesagt, ne? Falsch. Zaubertroll, Monchichi, Tamagotchi. Tamagotchi mit einem T! Oh, mit einem T, Chat. Ja. Okay, also ich möchte einmal vor das Gericht mit euch gehen. Ich habe 13. Aber okay. Eins wurde mir in einem Sub quasi vorgegeben. Er hat gesagt, fängt mit F an. Deshalb würde ich das nicht zählen lassen, Furby. Ich würde sagen, wir diskutieren nicht komplett sogar. Ja, von mir aus auch. Aber dafür habe ich Kassettenrekorder 8000 Mal so eingegeben und es hat nicht geklappt. Also würde ich den Punkt doch wieder zählen lassen. Ja, aber ich habe auch Klebehände eingegeben. Und das hat nicht gezählt, weil ich Klebehand eingegeben habe. Chat, ihr braucht mir jetzt hier nicht sagen, von wegen, ich habe das nicht markiert. Das ist Bullshit. Ich war da drin im Feld. Also ich habe 13 oder 12. Ich habe auch 13. Ich habe 9. Aber wie gesagt, eine traurige Kindheit. Also. Okay, dann bleibe ich bei 13, wenn Blesko auch 13 ist. Du Sackgesicht. Ja, also Philipp hat 12 und ich habe 13, richtig? Was war Matchbox? Ich habe auch 13. Ja, wirklich 13. Matchbox? Es war auch Hot Wheels, oder nicht? Ja, cool, ja. Okay. Ich habe Matchbox angegeben, aber... Matchbox waren das verschiedene oder war das der Hersteller? Hot Wheels war von Matchbox, oder? Ich glaube auch, ja. Hot Wheels von Matchbox, oder? Ich glaube, Matchbox war die Marke und Hot Wheels war quasi die kleinen Autos davon. Wie Hot Wheels nur noch älter, steht im Chat. Super. Also, okay. Da freue ich mich. Filmbewertung ist das nächste. Wow. Schon wieder von Vanetschka. Sehr gut. Vanetschka macht alle Quizzes. Ach so, okay. Wir müssen jetzt anhand der Bewertung den Film... Ah, boah, wow, das ist auch schon... Anhand der Bewertung den Film... Vanetschka ist ja richtige kreativ hier. Finde ich gut. Nice. Ja. Let's go. So, es gab keine Wölfe in dem Film, was für ein Abzocke. Wolf of Wall Street. Das ist easy. Aber noch Film, einst, oder erst waren sie Baummenschen, dann Fischmenschen. Avatar, The Way of Water. Ich schwöre, es gibt wahrscheinlich Pornos mit einer besser erzählten Geschichte. Star Wars? Keine Ahnung. Tanzen und Rauchen gefällt dir? Step Up oder sowas? Keine Ahnung. Texas Chainsaw Massacre. Wie schreibt man das? So. TS als Katze hat mein Leben verändert. Wenn ich jetzt eine besonders gut aussehende Katze sehe, sehe ich Taylor Swift und will nur noch meine Pfoten in sie graben. Cats? Keine Ahnung. Wie heißt denn das? So, es gibt so eine Vampir-Familie und so eine Werwolf-Familie. Und dann lieben die sich. Also lieben sich überhaupt nicht. Also vielleicht auch. Aber es geht, ist so eine Liebesgeschichte. Twilight heißt es, glaube ich. Ja, habe mich traumatisiert von einem System, das Kindergeschrei ausbeutet, auf ein anderes System zu wechseln, das Kinderlachen ausbeutet. Macht einen nicht zum Guten, denn man deutet immer noch Kinder für Arbeit aus. Ethischer Kapitalismus existiert nicht. Mein Gott, verstehe ich nicht. Das war die längsten 2 Stunden 30 Minuten meines Lebens und der letzte Satz des Films lautet: Das ist erst der Anfang. Heilige Bimbam. Dune. Spielzeuge können nicht reden. Kopfschütteln. Toy Story. Vampire funkeln nichts. Okay, das ist Twilight. Tanzen und rauchen gefällt dir und tanzen und dabei rauchen, dann wirst du diesen Film lieben. La La Land. Tanzen und rauchen gefällt dir und tanzen und dabei rauchen. Kein Plan. Hab mich traumatisiert von einem System, das Kindergeschrei ausbeutet, um auf ein anderes System zu wechseln, das Kinderlachen ausbeutet. Monster AG, oder? Ja. Mich hat die Mission relativ machbar gewirkt. Mission Impossible. Das ist geil. Singende und sprechende Tiere sind voll unrealistisch. Das kann literally jeder Lion King oder König der Löwen oder sonst was sein. Ja, es sind Kriminelle, aber niemand hat es verdient, immer und immer wieder mit einem Ziegelstein auf den Kopf geschlagen zu werden. Ein Stern, nur ein Kettensägenmord, kein Massaker. Texas Chainsaw Massacre. TS als Katze hat mein Leben verändert. Wenn ich jetzt eine besonders gut aussehende Katze sehe, sehe ich Taylor Swift und will nur noch meine Pfoten in sie graben. Was? Hat mich traumatisiert, von einem System, das Kindergeschrei ausbeutet, auf ein anderes System zu wechseln, das Kinderlachen ausbeutet, macht einen nichts zum Guten, denn man beutet immer noch Kinder für Arbeit aus, ethischer Kapitalismus existiert nicht. Was? Hä? Wahrscheinlich Pornos mit einer besser erzählten Geschichte. Das kann ja alles sein. Komme ich auch nicht drauf. Tanzen und rauchen gefällt dir und tanzen und dabei rauchen, dann wirst du diesen Film lieben. High School Musical, keine Ahnung, Alter. Batman, da kann auch jeden Superheldenfilm nehmen, oder nicht? Mit einem Ziegelstein auf den Kopf hauen. Erst waren sie Baummenschen, dann Fischmenschen. Baummenschen, dann Fischmenschen. Auf mich hat die Mission relativ machbar gewirkt. Mission Impossible. Singende und sprechende Tiere sind voll unrealistisch. König der Löwen? Lol. Bin absolut entsetzt. Ich dachte, es wäre der Film mit den Knetfiguren aus Schafen. Bäume, Fische. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead.
Heißt locker so. Irgendwas mit Sean. Aber ich kenne den Film nicht. Mann, die zieh mir diesen Scheißfilm, du Arschloch. Mann, ey. Ja, es sind Kriminelle, aber vielleicht hast du Kevin allein zu Hause-Vibe? Jawohl, okay. Mit den Knetfiguren aus Schafen. Vielleicht Schweigen der Lämmer auch noch eine Möglichkeit? Nice. Gibt wahrscheinlich Pornos mit einer besser erzählten Geschichte. Das kann halt alles sein. Oder kommt man darauf irgendwie, was das sein soll? Anhand der... Es gibt Pornos mit einer besser erzählten Geschichte. Ach so, easy. Herr der Ringe. Ah, schade. Doch nicht. Drecksfilm. Was? Sean das Schaf. Sean das Sheep. Es wäre der Film mit den Knetfiguren aus Schafen. Ich habe es mit Sean... Ach, okay, das Schweigen der Lämmer. Ich habe es mit Sean das Schaf verwechselt. Mhm. Obwohl dieser Film als Buch betitelt wird, ist das Produkt offensichtlich eine Disc. Ja, es sind Kriminelle, aber niemand hat es verdient, immer und immer wieder mit einem Ziegelstein auf den Kopf geschlagen zu werden. Kevin allein zu Hause. Ich schwöre, es gibt wahrscheinlich Pornos mit einer besser erzählten Geschichte. Welcher Film ist denn bekannt dafür, eine absolut schlechte Story zu haben? Okay, das könnte alles sein. Also das könnte alles sein. Tanzen und Rauchen gefällt dir? Tanzen und dabei rauchen? Dann wirst du diesen Film lieben. Hä, warum habe ich an Regen gedacht? Das ist nur Tanzen und Rauchen. Trotzdem der Plan. Taylor Swift als Katze hat mein Leben verändert. Cats. Okay. Joker? Boah, da kommt doch keiner drauf. Dune. Okay, da kann ich aber zustimmen bei der Rezension. 50 Shades of Grey, okay, kann man drauf kommen. König der Löwen hatte ich überlegt einzugeben, aber König der Löwen wird doch nicht gesungen, oder? Hä? Kein Plan. 50 Shades of Grey, okay. Joker, wäre ich nie drauf gekommen. Monster AG, nie drauf gekommen. Dschungelbuch, okay, ja. Ist okay, die in 20 Sekunden hätte ich keins davon bekommen wahrscheinlich. Monster AG habe ich nie gesehen. So, Joker wäre ich nicht drauf gekommen. Philipp bestimmt wieder 14 aus irgendeinem Grund oder so. 50 Shades of Grey war. Hätte man drauf kommen können, aber war mir ein bisschen zu weit weg. Avatar, The Way of Water, 50 Shades of Grey, Dune, Joker, oh, die Monster AG, das Schweigen der Lämmer. Ja, ist witzig. Boah, shit, ich werde glaube ich nicht gewonnen haben. Ja, es war hart. Es war hart. Mach gerne den Anfang, wenn Brügge hier durch ist. Ich habe 11. Ich habe nur 9. Ich habe auch 11. Das Schweigen der Lämmer habe ich nicht. Ich dachte nämlich, es wäre einfach, es gibt doch so Shaun of the Dead. Ja, habe ich auch gedacht. Shaun of the Dead gibt's doch, oder? Ja. Das ist so das ein, mit dem Briten, wo die in so einer Bar eingesperrt sind, ne? Keine Ahnung, ich habe den Film nie geguckt. Ja, kriegen wir wieder beide einen halben Punkt, Philipp. Aber auch ein cooles. War schwierig. Nächstes Geografie-Quiz, Multiple Choice. Weißt du, warum kommen solche Sachen immer, nachdem ich gesagt habe, dass ich gut in Geografie bin? Jetzt kann ich mich wieder nur blamieren, nachdem ich mich gerade schon mit Hessen und Thüringen blamiert habe. Ich habe direkt Bock. Rein? Ja, voll rein. Geografie-Quiz, Multiple Choice. Wir haben nur 3 Minuten, okay, das ist nicht so leicht. Welcher Fluss fließt durch Brasilien? Blanco. Überhaupt kein Plan tatsächlich, überhaupt kein Plan. Wie viele Menschen leben in China? 120 Millionen, kompletter Quatsch. Hier ist die Hauptstadt von Texas, das müsste Austin sein. Welcher ist der größte und tiefste Ozean der Welt? Pazifik ist, glaube ich, der größte, oder? Ja, ob es der tiefste ist. Aus welchem Gestein besteht die Schwäbische Alb? Ja. Ja, ist der Blanco. Achso. Der San Martin, der Blanco. Uruguay. Klingt nicht gut. Der Tenno. Ist das der Tenno? Menschen leben in China. 1,6 Milliarden. Tatsächlich. 1,3 Milliarden klingt das so übel viel. Aber es ist halt auch China, ne? Aber ich gehe für 800 Millionen. 1,3 Milliarden klingt insane. Aber vielleicht ist es insane. Es ist China. Ich bleibe mal auf 800. Erdumfang. Am Äquator, 22.000. Und worin mündet der Rhein? Chat, ich werde mich so blamieren. Was sieht man auf Singapurs Flagge? Gibraltar gehört immer noch zu Spanien? Keine Ahnung, Mann. MO, weiß ich nicht. Goa ist ein Bundesstaat in... Was weiß ich, Alter. Wir haben die Stadt Brasilia von oben gesehen. Die von... What? Keine Ahnung, Mann. Einem Baum. Ha! Von mir aus im Flugzeug auch. Welcher ist der größte und tiefste Ozean der Welt? Der Marianengraben. Ist am Atlantischen Ozean, oder nicht? Und das ist der tiefste Ort der Erde, richtig? Welche Form hat die Stadt Brasilia von oben gesehen, die von einem Baum, einem Schiff, einem Herz, einem Flugzeug? Hä? Kein Plan. Welche Insel gehört nicht zu den Antillen? Alter, was zum Fick? Seychellen gehören da nicht hin. Mauritius gehört zu... Ich würde mich so... Oh mein Gott, das ist ja richtig scheiße. Ja, okay, also Leute. Durch Brasilien fließt natürlich der Blanco. In China leben, wie wir alle wissen, 800 Millionen Menschen.
Der Erdumfang am Äquator ist natürlich... Aber man muss ja nicht wissen, wo der tiefste ist, welchen den größten ja schon habe. Aber der größte ist der pazifische. Und der Marengraben ist dann wahrscheinlich auch da. Was sieht man auf Singapurs Flagge? Singapur, ne? Klar, sicher. Halbmond und einen Stern, Halbmond zwei Sterne. Halbmond keinen Stern. Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaats Texas? Texas Austin. Größter und tiefster Ozean ist der Pazifik. Welches Gebirge trennt Europa und Asien? Ural, oder? Welche Insel gehört nicht zu den Antillen? Barbados. Mauritius gehört zu Afrika. 40.000 Kilometer. Die Stadt von Brasilia hat von oben das Herz, die Form eines Herzes, na klar. Welcher ist der größte, tiefste Ozean der Welt? Das wissen wir schon. Aus welchem Gestein besteht die Schwäbische Alb vorwiegend? Das weiß jeder, dass das Quarz ist. Granit natürlich. Gibraltar gehört immer noch zu Spanien. Kfz-Kennzeichen Monaco. MO vielleicht. Goa ist ein Bundesstaat in, weiß ich nicht, Mexiko. Antillen. Welche Insel gehört nicht zu den Antillen? Mauritius gehört zu... Der Rhein mündet... Wo mündet der Rhein? Ist mir eigentlich auch egal. Der mündet in der Nordsee. Klar, natürlich. Wo auch sonst. Mauritius gehört zu Afrika. Klar, so. Gibraltar gehört zum Vereinigten Königreich? Okay, das wusste ich auch nicht. Ist okay. Es ist gar nicht so peinlich, bin ich ehrlich. Ach, ich habe eh keinen Plan. Ich drücke einfach auf Kuss beenden. Es ist Afrika. Ach, Gibraltar gehört zu UK. Einem Flug... Ah, es ist 40.000! Ups. Es ist ja Katastrophe gewesen, Chat. Warum habe ich denn 22.000 gedacht? Für mich war 22.000 war so, ah ja, klar, habe ich schon mal gehört, zack, rein. Ja, das war gar nichts. 1,3 Milliarden überrascht mich tatsächlich. Ich dachte, 22.000 wegen der chinesischen Mauer. Ja, ja, weil das Merkdingens war, dass chinesische Mauer die Hälfte vom Erdumfang im Äquator ist, ne? Ungefähr die Hälfte. Und ich hab's einfach vertauscht wahrscheinlich. Die Seychellen gehören da nicht zu. MC wäre richtig gewesen. Indien. Gibraltar gehört immer noch zu Vereinigten Königreich. Ja, ist dann meistens einfach geraten, ne? Die Sachen, die ich wusste, wusste ich. So, dann die Seychellen gehören nicht zu den Antillen, das weiß man auch. Das weiß man. Ich ja. Nicht. Ich habe Barbados genommen. Gehört zu Afrika. Genau. Ja, ich habe Asien. Ich habe. Warum mal Asien angeklickt? Ich habe 6. Let's go! Wieder ein Punkt! Halben. Brücki ist vor mir. Bin letzter. Geil, Mann. Geil. Mühsam. Wir machen noch 15 Quizabende und dann habe ich euch irgendwann. Nächstes Serienerraten mit Bildern. Irgendwann muss man so Quiz-Duell-Abend machen, so wie so ein Pub-Abend, wo dann irgendwie so 10 Leute dabei sind. Nicht nur. Wäre schon geil. Nicht nur 3. Serien sind ganz schlimm bei mir. Ich liebe Filme, aber Serien kann ich nicht. Serien ist schon mein Gebiet, aber das sollte man immer vorher nicht sagen, ne? Weil jetzt kann ich nicht. Es ist halt auch mein Gebiet. Ja. Scheiße. Na okay, gut. Let's go. Ich weiß, dass das hier Squid Game ist, relativ leicht und The Good Doctor ist auch relativ easy und dann haben wir hier Bojack Horseman. Ja, und dann ist auf einmal doch nicht mehr mein Gebiet. Lost sehe ich auf jeden Fall. Ich mache erstmal, was ich Bojack Horseman, erstmal, was ich safe weiß. Ist das Lost oder so? Was weiß ich? Sieht mir voll nach Grey's Anatomy oder sowas aus. Okay, es ist doch nicht mein Thema, Leute. Das hier ist wahrscheinlich Suits. Ich habe ein paar Serien geschaut. Ich habe auch Suits geschaut, aber ich dachte, ich kenne den da wieder. Agent Smith. Was weiß ich, wie die Dinger heißen. So, was bist du? Ist das nicht der Ministerpräsident von Kanada? Nein. Der Big Bang Theory. Das ist hier Scrubs Plagiat. Unten links. Keine Ahnung, was unten links ist. Grey's Anatomy? Nee. Was ist das denn? Das ist auch einfach. Sieht aus wie Scrubs. Scrubs der Porno oder so, keine Ahnung. Zum Fick, okay, was sind das für Serien? Die kenne ich nicht. Irgendwas mit Feuerwehrmännern, keine Ahnung. Ich gebe einfach mal Lost ein, keine Ahnung. Es ist Lost tatsächlich. Das ist Grey's Anatomy oder so? Sagt mir jetzt einfach Grey's Anatomy. Emergency Room. Oh ja, das wusste ich, dass das Emergency Room ist. Wem The Office gefällt, kann ich mal. Ich habe The Office nicht geguckt. Aber ich glaube, das ist einfach wie Stromberg. Nur ein International. Stromberg ist sehr cool. Die geben mir irgendwie so einen vampirischen Vibe. Das ist locker so ein das ist vielleicht das Vampire Diaries. Also jetzt, ja, Orange is the New Black ist auch so eine Serie. Da hat man, der Name hat sich mir eingebrannt. Und da ist Orange und Black. Das ist Scrubs auf Ernst. Das ist die ernsthafte Version von Scrubs. Chicago Fire... Oh!
Es ist einfach Chicago Fire, na klar. Die haben sich richtig viel Mühe mit dem Titel gegeben. Klinik am Südring. Gibt's denn noch? Was genau ist das hier? Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was die restlichen sind. Das sind alles alte Serien. Die, okay, das muss man auch noch kennen. Hier, sie kennt man ja auch. Die spielt auch die Mom von Hannah Baker bei 30 Reasons Why. Nee, muss sagen, das war's, glaube ich, schon bei mir. Wie ist dieses eine? Dieses Grenzfälle des Fringe. Grenzfälle des FBIs. Schade. Ja, damit werde ich nicht gewinnen. Die ich habe, wird Lesk auch alle haben. Vielleicht Emergency Room, nicht, weil ich da reingelackt habe. The Good Doctor. Ja, ja, es ist der Good Doctor, sag ich doch. Es ist der Nice Doctor, der Good. Ich komme auf gar nichts mehr davon. Also unmöglich, dass ich noch auf irgendwas komme. Ich habe nie gehört. Boston Legal, The Handmaid's Tale, Private Practice, Pushing Daisies, Emergency Room habe ich schon mal gehört. One Tree Hill, schon mal gehört, aber auch noch nie gesehen. Da hätte ich keine Chance gehabt. Die hätte ich alle nicht erkannt. Das ist okay. Nee, mehr habe ich, glaube ich, nicht, Leute. Ich gebe auf. Handmaid's Tale, Chicago Fire. Okay, wäre ich nicht auf Private Practice, Boston Legal. Okay, nee, bin ich zufrieden mit. Weißt du noch, als wir davor gesagt haben, Mensch, Serien kenne ich mich aus mit? Ja, wäre voll peinlich, wenn man dann nicht mal die Hälfte weiß, ne? Ja. Ich möchte zuerst. Darf ich? Ja. Ich habe 5. Ja, Philipp, ich mach's. Zieh's Pflaster ab, ich hab 8. Ich hab auch 8. Ach, Mann. Ich kann nicht weit weg von euch, ich hab, Leute. Ja, The Office, Big Bang Theory, Emergency Room habe ich ein bisschen reingelackt, weil ich dachte, dieses Private Practice wäre Emergency Room. Ich hab Scrubs, der Porno, eingegeben. Ich wusste, was das sein soll. Sah aus wie Fake Scrubs. Porno-Parodie von Scrubs. Ja. Erfolgreichsten PlayStation 3-Spiele. Ach du Scheiße. Ich kenn World of Warcraft, das gab's nicht für PlayStation 3. Super, dann rein, ne? Abfahrt. Ja, Last of Us habe ich eingegeben. God of War 2. God of War ist es nicht. FIFA 18, 19, 20, 17, 16, 15, 14, 13. Hä? Okay, wir gehen mal mit GTA San. Nee, San Andreas war 2, ne? GTA 4. Vielleicht Remastered oder so? Schade. Boah, was gibt's denn, Alter? Ratchet and Clank. Dark Souls. 2, 3. PlayStation All-Stars. Ja, jetzt bin ich komplett durcheinander. The Last of Us. Was hatten wir denn noch auf der PS3? Uncharted? Auch nicht. Okay, schade. Forza. Jetzt bin ich komplett raus. Ich dachte voll selbstsicher, ey, das ist easy. Ratchet and Clank. Ey, Chat, ich bin ehrlich mit euch. Ich habe keine Ahnung. Sims. Call of Duty. Safe Call of Duty irgendwas. Black Ops. Und jetzt haben wir uns direkt den zweiten Black Ops 2. Let's go! Duty Modern Warfare 3. Junge, jetzt haben wir's. Call of Duty Black Ops 3. Schade. Es wird sehr langweilig für euch. Es tut mir so leid. Es sind 3 Minuten, die einfach komplett wasted sind. So. Das wäre jetzt in Arena Challenge machen. Da gibt euch auch keiner mehr wieder zurück. GTA 5. GTA 4. GTA 3. Nee, das nicht. Red Dead. Redemption 2. 1. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. FIFA ist auch nicht drauf. Dann gab es einen Super Smash. Ich weiß ja nicht. Tekken. Street Fighter. Jetzt bin ich komplett raus. Ich dachte, ich komme da drauf. God of War 3 müsste auf jeden Fall mit drauf sein. Das verwirrt mich so hart gerade. Uncharted 2, 3. Oh, da haben wir einen. Das Ding ist, PlayStation 3 war diese Ära, wo Crash Bandicoot keine Rolle mehr gespielt hat und ich auch mein Interesse an PlayStation General verloren habe. Ganz ehrlich, ich habe da gar nichts mehr drauf. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Metal Gear Solid vielleicht? Ist auch so eine Serie, die auch sehr bekannt ist. Final Fantasy, aber da gab es auch 10, auch bessere. Scheiße, mehr kriegen wir nicht. Ich habe doch Modern Warfare 2 eingegeben. Oh, Last of Us. Ist okay, Leute. Ich bin zufrieden. Ich glaube, der Call of Duty Cheat wird's gemacht haben für mich. Ich hab reingeschissen. Oh nein, die ganzen Call of Duties. Ich hab sie komplett vergessen. Ist die Hälfte der Liste. Ah! Oh nein! Oh, ist das schlecht. Da müssen richtige Rotz-Games. Ich sag ganz ehrlich, sind komplette Rotz-Bad-Games müssen das sein. Grand Theft Auto. Ja, gut, okay. Ja, aber guckt euch diese Games an.
Also habe ich keinen Tourismus 5 nicht. Also es gibt eine Sache, womit man das Quiz gewinnt oder verliert. Oh. Und das ist, indem du auf Call of Duty kommst oder halt nicht drauf kommst. Ja, kamst du drauf? So. Ich kam drauf. Nein! Ich hab ein einziges Spiel. Ey, welches hast du denn? Uncharted. Warte mal, du kommst nicht auf GTA? Nein. Oh, okay. Ich hab GTA auch nicht gespielt. Also ja, Philipp, komm. Du hast nie GTA gespielt? Nee. Junge, du musst onstream GTA 5 spielen. Das wäre so lustiger Content bei dir. Also ich hab insgesamt 5. Ich hab GTA 4, GTA 5, Uncharted 3 und Last of Us. Ich hab Call of Duty nicht. Last of Us bin ich nicht drauf gekommen. Nächster Quiz ist Tiere fusioniert mit KI. Oh no. Den cool. Tiger, Kuh, Nilpferd, Krabbe. Wow, haben wir. So, Krokodil falsch geschrieben. Es ist nicht egal, wie rum man schreibt anscheinend. Adler, Giraffe, Hamster. Nee, das ist ein Meerschweinchen. Ne? Meerschweinchen, Papagei. Das ist eine Giraffenadler? Oder eine Adlergiraffe? Aber man muss es auch noch richtig rummachen. Ah, fuck, okay. Das ist ein Schwein und ein Opossum. Scheiße, wie heißt das sonst noch? Opossum oder? Das ist ein Opossum. Das hat noch einen Nebennamen. Erdmännchen und Känguru. Robbe und Panda. Nein, ist auch falsch. Panda und Schnabeltier. Ach, Krise krieg. Ist die Reihenfolge wichtig, glaubt ihr, oder nicht? Ja, ist sie. Du musst das richtig rummachen. Manchmal ja, manchmal aber auch irgendwie nicht. Mikrofon muted. Was sind das denn für Ohren? Ich hab schon echt viel, ne? Und das hier sieht aus, also das ist auf jeden Fall ein Koala. Junge, das ist eigentlich gar nicht so einfach, Alter. Eselmaus. Eselratte. Was zum Fick ist das denn? Das ist ein Nashorn-Tintenfisch. Junge, was? Junge, was ist das denn, Alter? Das ist eine Ameisenkatze? Jo. Und ein Walross. Und eine Robbe. Vielleicht ist es Walross. Koala-Bär. Koala-Bär, Robbe. Walross. Das ist enttäuschend. Faultier. Nee. Das ist ja kompletter Quatsch. Das ist ein Otter und was noch? Eichhörnchen? So weird. Was soll das denn noch sein? Das ist die Katze. Ameisenkatze. Jetzt raff ich's. Das ist ein Bienenelefant. Eine Elefantenbiene. Das sieht mir nach einem Hamster-Vogel. Hamster-Papagei. Papagei, Hamster. Oder Wellensittich vielleicht? Wellensittich, Hamster. Hamster, Wellensittich. Octopus, Nashorn vielleicht. Octopus, Nashorn. Jawohl. Ach, das ist ein Kroko, oder? Schlangen. Krokodil. Krokodil, Schlange. Ah, gut. Was? Was bist du? Außer unendlich hässlich. Ratte. Papagei. Fick dich. Ratte, Vogel. Was, ob, Mann? Was soll das? Das ist doch safe ein Papagei, oder nicht? Das ist doch ein Lama, oder? Alpaka sind doch größer. Boah, hier rafft gar nichts mehr. Oh, ist schon vorbei. Alpaka, Leopard. Okay, ich schreibe einfach Alpaka falsch die ganze Zeit. Oh, no, es hat nicht mehr gezählt. Scheiße. Gürteltier, oh mein Gott. Alle Nager durch. Boah. Das fand ich so schwer. Aber geil. Der schwarz-weiße Bär ist ein Panda und kein Koala. Ja. Scheiße. Meerschweinchen, Papagei. Ich hab die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Hamster und kein Meerschweinchen. Scheiße. Okay, wie viel habt ihr? Ich hab nur 10. Ich hab 12. Ich hab 16. Boah, strong. Das, obwohl ich Panda nicht von Koala unterscheiden kann. So, nächstes ist berühmte Stirn, Bildquiz. Streamer oder berühmt in general? Berühmt in general. Streamer sind nicht berühmt oder was, Brülki? Das kommt ganz drauf an, auf welcher Bubble du unterwegs bist, ne? Stimmt wohl. Michelle Obama. Queen. Perfekt. Elvis Presley? Okay, perfekt. Wladimir Putin. Michael Jackson. Das gibt mir irgendwie Michelle Obama-Vibes. Das ist die Queen. Das ist Trump. Morgan Freeman. Ist das nicht Morgan Freeman? Mir voll die Vibes. Ach so, man muss wieder eingeben. Oh. Ey, ist echt nicht Morgan Freeman? Albert. Ist ja locker Morgan Freeman. Was? Wer ist das denn sonst? Das ist der doch. Federer. Roger Federer. Das ist Jobs.
Einstein. Theresa. Mutter Theresa. Boah, ich hab da immer erstmal Samuel L. Jackson im Kopf. Weil es ist natürlich Quatsch. Es ist, Shawshank Redemption. Das ist ein Tennisspieler, oder? Nadal. Keine Ahnung, mehr kenne ich nicht. Der sieht aus wie ein Tennisspieler. Gibt's noch für Tennisspieler? Oh, ihn muss ich auch kennen, aber mir fällt der Name nicht ein. Der gibt mir so die harten Morgan Freeman-Vibes, Alter. Ach, hier, Britte. Im Ersten Weltkrieg schon am Start, dann aber wieder für den Zweiten Weltkrieg gebraucht. Der wollte in den Krieg, der hatte keine Lust mehr auf die Appeasement-Politik. Nelson Mandela noch sein, oder nicht? Ja. Morgan Freeman. Ist es nicht Morgan Freeman? Bin ich dumm? Ja, dann bin ich los. Ist das nicht Charlie Chaplin? Schreibt man den auch anders? Ey, ich krieg Krise. Ich seh nur den Hut. Ich stehe einfach vor der. Ich kann meinen Namen einfach nicht merken. Winston Churchill, ja. Also Elvis hätte ich nicht gewusst. J.K. Rowling hätte ich nicht gewusst und Walt Disney hätte ich nicht gewusst. Aber Winston Churchill, weiß ich. Kenne ich. Ich weiß, was er gemacht hat. Aber ich weiß, wie seine Stirn aussieht. Weil er didn't fucking know his name. Nelson Mandela? Oh Gott, das ist ja peinlich. Scheiße. Nein. Ey, komm, das kann auch Morgan Freeman sein von dem Haaransatz. Seid mal ehrlich. Auf dem Bild sieht das mehr wie Morgan Freeman als wie Nelson Mandela aus, Chat. Seid mal komplett ehrlich. 100% sieht das mehr wie Morgan Freeman aus. Die anderen werden es auch eingegeben haben. Hatte ich nicht noch 10 Sekunden? Ich dachte mir so, das ist Churchill. Ich krieg Krise. Ich dachte mir sogar, das ist J.K. Rowling oder hier die Frau, die mit den Gorillas rumgegangen hat. Ich hätte einfach Rowling eingeben sollen, so. Ich dachte mir, die ist bestimmt nicht J.K. Rowling. Aber es war trotzdem gut. Ja, Walt Disney hätte ich nie gehabt. Keine Chance. Ich dachte, es ist bestimmt so Churchill oder so. Und dann ist das hier einfach Churchill. Sehr gut. Saß ja auch so da und hab so überlegt, also, so. Mal ganz ehrlich, Scheiße, wie heißt er denn nochmal? Morgan Freeman? Morgan Freeman. 100% Morgan Freeman. Ja. Ja. Nein, Freeman hat eine höhere Stirn und offeneres Haar. Okay, sorry, Nelson Mandela-Fan Nummer 1. Guckt euch doch mal bitte hier den Vergleich an. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich hab 11. Ja, ich war ganz 11? Gut. Oh, ich hab 12. Ich hab 8, richtig peinlich, Mann. Der nächste Kurs ist Bilder nach Buchstabe V. Wir gehen rein. Vanilleeis, VW. Vietnam. Kühe auf einer Wiese. Vieh. Vespa. Veilchen. Vatikan. Oh, schade. Ja, okay, und jetzt? Vesuv. Ha, Junge, den müssen sie erstmal kriegen. Vieh. Let's go. Okay. Windlandsage. Sehr krass, Leute. Aber nicht hier dabei. Warum auch immer. Ich gebe einfach Vulva ein, aber das ist, glaube ich, nicht das, was man hier möchte, oder? Das sind Vielchen, was ich eingegeben habe. Veilchen. Meine Rechtschreibung ist halt S, ne? Das kostet mir dauert zu lang. Weiblich. Vagina. Es ist. Venus. So, okay. Tut mir leid. Venezuela. Venedig. Vinyl. Victoria. Village, oder? Village? Was habe ich eingegeben? Will? Ah, oh, Villa. Ja, klar. Ups. Village? Victoria? Aha. Und jetzt noch den hier. Ich habe so an Vatikan gedacht, aber weiß ich nicht. Das kriege ich nicht, glaube ich. Was soll das sein? Das ist ein Gebirge und das sieht so. Weiß ich nicht. Ich denke an Pompeji gerade, aber das. Vesuv. Venus. Ich bin so dumm. Vieh. Versailles. Vesuv wäre ich nicht drauf gekommen. Aber Venus, Versailles und Vieh. So easy eigentlich. Eigentlich sehr easy. Ja, so Prunk, museumstechnisch irgendwie, weiß ich nicht. So palastartig aus. Oh, Versailles, okay. Schloss mit V. Versailles. Dafür habe ich mir Level 3 verdient. Für mich überhaupt nicht wie eine Villa. Also es sieht aus wie eine Villa, aber ich dachte, dass es irgendwas bestimmt ist. Ja, ich glaube, da kann man alles wissen, oder? Ja, das glaube ich auch. Habt ihr alles? Nein. Ich hab 14. Ja, ich hab alle. Scheiße, mir fährt Versailles. Vesuv habe ich ein bisschen lucky gekriegt, nachdem ich auf Vulkan gekommen bin. Oh ja, dann ist strong. Und Versailles dachte ich Vatikan erst, aber. Ja, ich auch, hab auch Vatikan gedacht. Es war leichter als die anderen Anfangsbuchstaben-Dinger, die man hatte. So. Aber mit und V ist halt so, gibt's ja nicht so viel einfach. Wo ihr nur V seht,
sehe ich gesunde Kühe, gesunde, stolze Kühe auf einer Weide. Viele haben ja auch gesagt, dass man da vielleicht nicht drauf kommt direkt. Okay, letztes Quiz. Inseln nach Bild. Inseln nach Bild? Ja, weiß jetzt auch nicht, was das sein soll. Raus. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Inseln nach Bild. Osterinsel. New York. Staten Island. Ja. Skip erstmal. Verkehrsinsel. Großbritannien. Sehr gut. Junge, was weiß ich denn, Alter? Ja, schön. Ihn das Quiz genau wieder so lange, bis Les gewonnen hat. Keine Ahnung, Japan. Schöne Insel. Boah, wie heißt das scheiß Ding? Der ist der Knast. Fuck! Alcatraz, oder? Ah, wie heißt denn die Gefängnisinsel? Al Capone wurde nicht in Guantanamo festgehalten, sondern Jamaika mit K. Kuba ist bestimmt irgendwo drauf. Japan. Da muss man nur wissen, wie die Insel heißt. Neuseeland. Das ist mir sehr peinlich. Ich weiß nicht, ich komme da gar nicht drauf klar gerade. Ich habe da wirklich gar keinen Plan von, leider. Die Seychellen haben wir gerade schon gehabt, ne? Ey, ich gebe jetzt irgendeine Scheiße hier ein. Singapur. Hä? Okay. Was zählt ihr überhaupt als Insel? Was ist das, Alter? Ich habe wirklich absolut keinen blassen Schimmer. Bali. Oh, was? Was war Bali? Hawaii. Oh mein Gott, was ein Luck. Okay, vielleicht hat Hawaii uns gerade noch gerettet. St. Vincent und die Grenadinen oder so. Fuji. Aber auf, wie heißt die Insel? Japan ist Quatsch. Ich war nie in Japan. Ich bin ja hier komplett raus. Alcatraz, da komme ich noch drauf. Was weiß ich, Alter. Inseln. 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 Oder was? Was sind denn bitte Inseln? Bali, Socotra, Hispaniola. Ja, ja. Madagaskar, Taiwan. Taiwan hätte man haben können. Irland. Aber Hongkong. Mhm. Tasmanien. Tasmanische Teufel, ja. Honshu. Okay. Bali. Ja, da werde ich auf den Sack kriegen. Das war nicht gut. Großbritannien? Fickt euch Großbritannien. So, ich mach direkt zuerst. Einfach die Peinlichkeit schon mal aus dem Weg haben. 6 von 18. Ja, mach du, Lesk. Philipp, ich hab Manhattan. Fall nicht so schwer. Und die Osterinsel. Habe ich auch. Easy. In Großbritannien. Hawaii habe ich auch. Und Jamaika. Habe ich auch. Alcatraz, Kuba. Hab ich auch. Singapur. Jo. Damit hast du mehr, weil ich nur 7. Ja, ich hab 17. Ja, yeah, als ob du 17 hast. Minus 10, ich habe auch 7. Let's go! Scheiße! Oh Mann, so knapp. Carla, ein letztes noch, komm. Ja, jetzt noch einmal wieder, ne? Ich habe gerade noch übel am Ende noch Hawaii reingelackt. Ja, Hawaii, weiß nicht, wie ich da nicht drauf komme. Aber das Bild hat mir gar nichts gesagt. Nee, ich so, ich habe einfach nur irgendwas reingeballert. Seychellen, Hawaii, Bild Mallorca. Philipp, du bist der schlauste Mensch. Für eine Woche. Für eine Woche. Sehr schön, ich freue mich. Nächste Woche wieder. Also bis nächste Woche. Jawohl. Ciao. Tschüss.